willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Tag der Küchenschlacht, der speziellen Küchenschlacht, wieder mit meinen Kollegen von gestern, und zwar mit dem Mann, der seit der ersten Stunde bei der Küchenschlacht dabei ist, Johann Lafer. Hallo. Mit der bezaubernden, gut aussehenden, zeitlosen Cornelia Poletto. Und mit dem Mann, wenn er sich rasiert, der Bart im Bruchteil einer Sekunde wieder nachwächst, Ali Güngermüsch. Heute ist unser Motto, das ist eigentlich die Königsdisziplin, das sind die Soßen. Ich freue mich auf gute, geschmackige Soßen. Unser Juror Christoph Rüffer ist ein Soßenfan. Er würde lieber einen halben Liter Soße trinken als das Gericht essen. Dann schauen wir mal, ob sein Geschmack heute so gut ist, dass es richtig rausfindet, wer die beste Soße gemacht hat. Soßen, Soßenkönig oder Königin. Toll, ja, sehr schön. Tolles Motto, tolles Motto. Und jetzt würde ich sagen, an die Töpfe, fertig, los geht's. So, jetzt schauen wir uns einmal den Punktestand an von gestern. Ali hat 3 Punkte, Cornelia Poletto hat 2 und der Johann hat 1. Der Johann sagt sich, schwach anfangen und dann richtig Gas geben, wartet noch, bis sie sehr kommen, dann koche ich euch alle ein. So schaut's aus. Abwarten. Johann, was magst du heute? Ja, ich habe mir überlegt, eine Soße zu machen. Ich komme ja, bin ja zu Hause in der Nähe von Frankfurt. Also, und da gibt es ja diese berühmte Frankfurter grüne Soße. Das ist eine Soße, die man mit 7 Kräutern macht. Die habe ich mir vorgenommen. Und dann mache ich dazu ein Tartar von Thunfisch. Und ich mache auch dazu ein gebackenes in so Bröseln mit Haselnüssen Soft-Ei. Und dann noch vielleicht so eine leichte dunkle Sojasauce mit ein bisschen Bordbein oder Bordbein-Geflügelfond, sodass man so eine Kombination hat aus Eats mit West, also europäisch-asiatisch. Sehr schön. Ali, sag einmal, was hast du heute auf dem Zettel stehen? Alfons, ich werde heute ein Gericht kochen, was ich, also wo Premiere hat. Ich habe das Gericht noch nie selber gemacht. Wirklich. Es gibt wieder was Vegetarisches. Es gibt eine Zwiebel, die dann gebacken ist. Und dazu gibt es Peperonata-Gemüse und eine Barbecue-Hollandaise. Das habe ich vor. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ali, wenn man manchmal die Köche fragt bei der Küchenschlacht, ja? Und was ist dein Leibgericht? Das und das. Und wie oft hast du es schon gekocht? Überhaupt noch nie. Ja, das kenne ich auch. Ja, Gott sei Dank ist es ja nicht jetzt mein Leibgericht. Aber die Idee ist eigentlich schön. Ich möchte wenn du die Zwiebel backst, wenn es mir gelingt, es geht sie auf wie eine Rose. Ja, also es sieht schön aus, aber weißt du, wie das ist? Eine Idee entsteht im Kopf, aber du musst es auch umsetzen können. Ja, ne? Ich sage mal so wie ich den Ali kenne, tut er ein bisschen unterm Scheffel die ganze Nummer sagen, sodass die Spannung steigt. Tatsächlich ist das Gericht, was ich heute koche, so wie ich jetzt gerade annonciert habe, koche ich das erste Mal. Ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt. Ich koche das wirklich zum ersten Mal. Also du legst die Zwiebel jetzt erst in Wasser ein, du kochst sie ein bisschen, oder? Genau, die Zwiebel, also normalerweise ist es so, dass du die Zwiebel, fährt man vielleicht bei einer Karotte oder bei einem Radieschen, einfach über Nacht ins kalte Wasser reinschmeißen und im Kühlhaus oder im Kühlschrank stehen lassen, dann geht sie so ein bisschen auf. Das war eigentlich aber die Idee, nur ich kann ja nicht gestern die Zwiebel einlegen für heute. Nein, aber würdest du die Zwiebel über Nacht in Wasser einlegen? Genau, die du das würde ich machen. Hast. Eingeschnitten, genau, achteln oder sechsteln und dann ins Wasser. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich mache das jetzt ein bisschen im Schnellformat. Ich koche das einfach im Wasser, also einritzen. In das Wasser habe ich etwas Pfefferkörner reingegeben, Lorbeerblätter. Dann gebe ich jetzt ein bisschen Salz dazu. Und wie lange kochst du die? Ja, so 10 Minuten, eine Viertelstunde. Also genau, die ist noch nicht gar, auf keinen Fall. Nein, die ist noch roh. Dann gebe ich ein bisschen Zucker rein, damit dieser penetrante Zwiebelgeschmack ein bisschen abgemildert wird. Und dann bin mal gespannt, ob es klappt. Ich weiß es jetzt auch nicht. Und du machst ja zum ersten Mal in deinem Leben eine Barbecue-Hollandaise. Also, wie machen wir denn die? Naja, die Hollandaise habe ich schon mal vorher gemacht. Die hast du fertig hier. Aber das Gericht selber mache ich das wirklich zum ersten Mal. Ich werde eine Reduktion machen, die habe ich hier angesetzt. Etwas Schalotten, Weißwein, dann Prise Salz, Prise Zucker reingegeben. Jetzt gebe ich ein paar Pfefferkörner rein, ein Lorbeerblatt. Und da habe ich die Reduktion für die Hollandaise. Und dann wird sie am Ende dann ganz normal mit Eigelb und Reduktion aufgeschlagen. Geklärte Butter dazu. Die Butter werde ich ein bisschen
länger rösten, so dass sie ein bisschen ja, nussigen Aroma kriegt, also Nussbutter. Schmeckt, finde ich, besser. Ja. Ich finde hierbei nur wichtig, dass dieser süße Schärfecharakter, der eine normale Barbecue-Soße, die man gerne so zum Grillen nimmt, immer bedeutet, diese Barbecue-Soße, also Süße und Schärfe, dass die halt auch in der Hollandaise sehr vertreten ist, der Geschmack. Conny, entschuldige, weil normalerweise wärst du die Erste, die man aufruft. Vielen Dank. Ja, aber da du dir gerade den Finger abgehackt hast, dann gebe ich dir noch 10 Minuten. Ich habe mir fast den Finger abgehackt. Also, ich habe alles gegeben. Nein, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, wie es erst aussah. Was mache ich heute? Ich mache ein lackiertes Lammkotelett. Lackiert heißt, ich werde ein bisschen Lammfond reduzieren mit ganz viel Kräutern, ein bisschen Butter, dass es wirklich so ein bisschen zähflüssig ist. Nach dem Braten einmal drüber, damit einfach noch mal der schöne Geschmack von Kräutern und Lamm dadurch unterstützt wird. Dazu gibt es eine Zitronensabayone und eine kleine Erbsenkasserole mit Minze. Also so ein bisschen dieser Klassiker Minze, Lamm. Und ist deine Soße der Sabayone heute? Ist eine Sabayone, genau. Ich habe es einfach mal so genannt, weil ich einfach alles liebe, was aus Italien kommt. Eine Sabayone ist ja... Ja, alles muss nicht lieben, aber... Eine Sabayone ist ja nicht so weit weg von Manchmal Hollandaise. Trennt man sich auch wieder von Dingen, die aus Italien kommen. Absolut, absolut. Also bei Männern ist das was anderes, aber die Sabayone ist bei mir in meinem Soßenportfolio auf jeden Fall für die Ewigkeit. Solange ich kochen kann, wird es bei mir Sabayone geben. Ganz wichtig bei der Sabayone ist, dass es ein schön homogener Schaum ist, dass er feinporig ist, dass das Ei nicht irgendwo geronnen ist. Dann wird die Sabayone so leicht grisselig. Das sollte nicht stattfinden. Also, Johann, die was Sabayone machen deine sieben Kräuter? Weg, oder? Bitte was? Deine sieben Kräuter. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Sieben Kräuter gehören da rein, in der Frankfurter grünen Soße. Ah, meine sieben Kräuter, das kann ich kurz zeigen. Das ist so wichtig, das ist einmal hier der Boretsch. Dann habe ich hier den Kerbel, Pimpernelle, Petersilie, Sauerampfer, Schnittlauch. War es das, oder? Sie habe ich sieben Kräuter, gell? Pimpernelle, ja, genau. Das waren sechs. Ich habe gezählt. Boretsch, Schnittlauch, Petersilie, Pimpinelle, Brunnenkresse, Kerbel und. Jetzt hänge ich wieder. Und Sauerampfer, ja, sind sieben. Sauerampfer, verdammte Axt. Ich koche auch ein bisschen was. Und zwar, ich mache es eigentlich am leichtesten. Ich habe hier so Gemüsedips, die haben wir schon ein bisschen hergeschnitten. Und dazu mache ich mal so eine Limetten-Joghurtsoße. Ganz einfach aus griechischem Joghurt, der ist ein bisschen fetter, der ist ein bisschen mächtiger. Dann mache ich den etwas dünner mit der Milch, gebe dann ein bisschen Abrieb von der Limette oder von der Zitrone rein. Und dann schmecke ich das ab mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Ingwer und einfach auch ein paar Kräuter. Ich nehme jetzt Petersilie und einmal den Kerbel her. Weil Kerbel ist eigentlich für mich ein Kraut, das ein bisschen zu wenig verwendet wird. Hat so einen Hauch von Anisgeschmack und kommt auch gut rüber. Diese Soße, da braucht, also kann man nicht nur Gemüse eintauchen, da könnte man Hähnchen oder Rind oder alles mögliche. Auch Lamm von der Conny könnte man da, dieses glasierte Lamm könnte man eintauchen. Also ich greife jetzt einmal an und gehe jetzt nochmal zur Conny und schaue mal, Conny, geht's noch? Ja, es ist alles okay. Also ich habe es geschützt, ich habe es desinfiziert und da muss man einfach durch. Ich habe jetzt hier mein schönes Lammkarree ein bisschen geputzt. Ne? Man hat schon gemerkt, wie ich an den Knochen rumgekratzt habe. Das hat damit zu tun, dass sie einfach schön sauber daherkommen sollen, weil ja, da sitzt ja kein geringer als Zwei-Sterne-Koch Christoph Rüfer. Und deswegen soll das natürlich auch handwerklich sehr, sehr fein und gut aussehen. Dieses Lackierte, das finde ich jetzt interessant. Da bin ich sehr gespannt, womit das lackiert ist. Wie magst du das? Da werde ich jetzt gleich in der Pfanne, wo ich das Lamm angebraten habe, das Ganze aufgießen mit etwas Lammfond. Den reduzieren lassen, bis der schon fast so sirupartig eingekocht ist. Mit ein ganz bisschen Butter binden und mit Estragon, Thymian, Rosmarin mischen und wirklich nur einmal so drüber lackieren, pinseln sozusagen. Okay, dass es zum Schluss schön glänzt. Genau. Magst du das Lamm mit dem Fett oder schneidest du das weg? Ich habe jetzt den Fettdeckel komplett abgenommen, weil ich einfach dieses etwas elegantere, weil es ein ganz leichtes Gemüse, eine leichte Soße dazu behalten wollte, weil das
Fett ist natürlich ein toller Geschmacksträger und ein Schutz auch für das feine Fleisch. Aber in diesem Fall auch aufgrund der Zeit, die ich verloren habe durch meine Wahnsinnsverletzung, habe ich mir jetzt gedacht, lassen wir das mal. Sehr gut. Ali? Ja, also bei mir, die Zwiebel läuft. Die Reduktion für die Hollandaise läuft auch, liebe Zuschauer. Die Butter ist hier schön am Klären. Dann habe ich schon angefangen mit dem Peperonata-Gemüse. Dafür habe ich gelbe Paprika und rote Paprika geschält, weil es gibt Menschen, die die Schale nicht vertragen. Und ich finde es auch besser zum Essen. Es ist einfach angenehmer. Ich möchte nicht, wenn ich ein Paprika esse, sondern so Paprikahaut zwischen den Zähnen haben. Ali, jetzt würdest du mal bitte erklären den Unterschied zwischen Julienne und Brunoise? Weil, soweit ich das von der Weiten sehe, hast du die Millimeter auf Millimeter sehr schön geschnitten. Aber das geht auch nur mit deinen Händen, glaube ich. Liebe Zuschauer, das hier sind Julienne, beziehungsweise eigentlich noch feiner geschnitten. Und das hier sind Brunoise. Also es kommt aus dem Französischen. Damals war die Fachsprache, also in der Berufsschule, war Französisch. Und das, wo daher kommt es eigentlich? Also Julienne sind eigentlich, es in Scheiben schneiden und dann ganz fein in Streifen geschnitten. Ja, ich zeig's noch mal. Schauen Sie mal. Das sind so ganz feine Julienne und das sind ganz feine Brunoise. Kleine Kochschule nebenbei für den Alfons. Wunderbar. Ali, haben wir beim Rosengarten gestern stehen geblieben. Wie ist denn dann weitergegangen bei dir? Du, im dann, Restaurant? Ja, da habe ich. Deine Ausbildung? Also in dem Wirtshaus habe ich gelernt und. Und mein Ziel war, es hat mir gleich von Anfang an Spaß gemacht und mein Ziel war irgendwann mal. Weißt du, das meine ich jetzt auch ernst, nicht, dass du denkst, dass ich jetzt den Blödsinn erzähle, was im Fernsehen ist. Dann habe ich angefangen, immer Namen von euch in Zeitungen zu lesen. Also damals vom Witzigmann Winkler auch über dich. Und dann habe ich gesagt, ich will auch irgendwann mal so werden. Warum sind die im Fernsehen oder in den Zeitungen und mein Küchenchef nicht? Und habe ich, keine Ahnung, Interesse geweckt und habe gesagt, okay, da gibt es bestimmt noch eine andere Küche, die besser kochen, die feiner kochen. Ich habe mitbekommen, wie einmal, das war mein Höhepunkt, wie der Witzigmann meine beiden Desserts genommen hat, so zwei Teller. So, und hat die dann so genommen und hat die Teller so genommen, so, und hat gemacht, zusammen über dem Herd hat geschrien, so eine Scheiße kannst du selber essen. Und dann lag ich vom Scherben mit dem ganzen Dessert auf dem Herd. Ich schwöre dir eins, ich habe mir das gemerkt. Es war ein Dessert, ein Wahnsinnsaufwand. Weintrauben schälen und dann mit der Sicherheitsnadel, da gibt es hinten so einen Ringel, aushöhlen und dann mit Champagnercreme füllen. Kannst du dir vorstellen? Ja, Wahnsinn. Das ist unfassbar. Aber weißt du das noch, Johann? Damals hat es immer Feige in Cassis gegeben. Ja, ja, Feige. In Cassis, ah, ja, genau. Mit Vanilleeis. Aber Johann, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Ich habe meine Ausbildung gemacht in Graz, in einem relativ großen Betrieb, also mit einer, ja, richtigen, sagen wir mal, Wirtshausküche. Und ich habe halt da die Basis gelernt. Ich glaube, ich habe das erste halbe Jahr habe ich nur Kartoffeln geschält, Zwiebel geschält, Kühlhaus geputzt. Und nachmittags habe ich dann versucht, irgendwie was abzuschauen, was, wenn die Köche zu Hause waren, was die da gemacht haben. Es war schon, am Anfang ging es mir nicht gut, muss ich sagen. Ich habe es am Anfang schwer gehabt. Ich wollte auch aufhören. War nicht einfach. Conny, wie war es bei dir? Bitte? Also ich habe ja bei, Entschuldigung, Björn, bist du? Ich habe ja bei Großmeister Heinz Winkler gelernt, für mich heute immer noch der beste Soßenkoch. Also da, von daher hoffe ich natürlich, dass ich heute auch punkten kann. Das war echt eine harte Nummer. Also sowas geht halt heute nicht mehr. Ne? Also da war das selbstverständlich, dass man, auch wenn man zur Schule ging, noch abends lange in der Patisserie stand. Da hat man morgens um 7 Uhr Frühstücksdienst gehabt und trotzdem ist man nachts um 1 aus der Patisserie rausgegangen. Also Dinge, die sind heute einfach undenkbar. Auf Aber der mal anderen, jetzt, ganz abgesehen von deinem ersten italienischen Mann, hast du auch einen Freund gehabt in
in Aschau. Ja, ich habe irgendwie immer schon mich sehr international bewegt, wenn es um Männer ging. Das waren Holländer. So, jetzt müssen wir, Holland, Italien, jetzt müssen wir das ist schon ein mega Unterschied. Müssen wir deinen Christoph dann mal vorschlagen, dass er die Bewertung anhand der vielen Männer, die wir oder Frauen gehabt haben. Das hört sich jetzt so schlimm an. Also ich meine, nein, der eine Italiener ist mein Mann geworden. Der Holländer war halt damals mein Freund bei Winkler. Und war der im Service? Nee, der war auch in der Küche und war auch ein sehr talentierter Koch. Und kocht auch heute noch in, irgendwo in Bayern. Ich weiß gar nicht genau, wie der Ort heißt. Wie heißt er denn? Marc Vermetten. Ach, also sehr! Marc, auf diesem Weg noch mal herzliche Grüße hier aus der Küchenschlacht. Nein, aber das ist doch toll, wenn man die Chance hat, am Arbeitsplatz jemanden kennenzulernen. Da braucht nicht so weit gehen, das stimmt. Ja. Und da muss man auch sagen, der hat mir auch die Liebe zu guten Weinen nahegebracht. Also er hat immer tolle Weine und hat mir viel dazu erklärt. Wir haben viel probiert und damit die harte Arbeit ein bisschen kompensiert. Abends ein bisschen ist leichter gewinnen, oder? Absolut. Ali, wie ist denn da aufwärts gegangen bei dir? Ja, und dann war ich halt in diversen Sternerestaurants. Hab dort ganz normal gearbeitet und 2005 bin ich nach Hamburg und habe mich selbstständig gemacht. Und mein Ziel war immer irgendwann, mich selbstständig zu machen. Und da haben wir auch gleich nach einem Jahr unseren Stern erkocht. Und es war schon das eine große Leistung. Ja. Und ja, jetzt bin ich wieder in München, habe in München das Restaurant eigentlich übernommen, das von meinem Freund und damals Mentor Karl Ederer. Und da bin ich sehr, sehr glücklich. Vermisse aber schon Hamburg und auch die Hamburger. Das muss ich schon sagen. Wir vermissen dich. Aber Alfons, jetzt erzähl mir immer alles bei dir. Jetzt möchte ich mal wissen, wir sind ja ziemlich ungefähr gleich alt. Hast du auch mal Koch gelernt? Ich sag doch mal, Johann, ich habe ja, also mir hat noch nie jemand gefragt, ob ich eine Kochprüfung habe. Ich habe die Meisterprüfung gleich gemacht, weil ich zur Kochprüfung keine Zeit gehabt habe. Habe ich gleich die Meisterprüfung gemacht. Wirklich? Und ich habe zuerst, im österreichischen Hof in Salzburg, ein Dreivierteljahr. Dann war ich in Genf, dann war ich ein Jahr in Paris, ein Jahr in London. Dann habe ich gearbeitet bei Käfer, beim Dallmayr. Oh. Im Walterspiel, wenn du das noch kennst, in vier Jahreszeiten. Vier Jahreszeiten. Ich, Alfred Walterspiel, würde das so machen, so hat das geheißen. Und dann wollte ich unbedingt bei Witzigmann arbeiten und habe ihn 35 Mal gefragt, ob er mich nimmt. Und der Witzigmann hatte zur damaligen Zeit 600 Bewerbungen und konnte aber nur 10 Köche nehmen. Einer der Köche, der da war, da haben wir uns kennengelernt. Der war Johann Lafer, genau. Hans Haas, Jörg Wörther, der war noch da, Karl Ederer. Das Urs war so eine Weidmann. Richtige tolle Truppe. Und dann hat sich zu meinem Vorteil, Gott sei Dank, das war dann noch der dritten Halbe wahrscheinlich. Nein, das war, wann war das? Ja, da waren wir auch schon ein paar Jahre beieinander. Sag mal ehrlich, bist du das? Das war nach der Arbeit. Bist du das, Alfons? Ja klar, junger, fescher Bursche. Hast du mal so gut ausgesehen? Ja klar, rasiert. Und da hat sich dann der Koch am Fuß verstaucht. Und dann Wahnsinn, ehrlich, es ist ja, für mich ist das ja alles, weißt du, das ist so emotional. War vor 30 Jahren, gell? Das oder ist, vor 35 Jahren, nee, sowas. Das ist Hammer, das ist so emotional, so aber toll. So, manche Dinge sind, wie wenn es gerade vor 5 Minuten gewesen sind. Ja. Und das weiß ich genauso noch bei dir. Also der Johann hat eine Patisserie gehabt, die war 1 Meter auf 1 Meter. Also größer war es ja nicht, oder? Habt ihr euch verstanden? Seid mal ehrlich. Immer. Gab's mal... Also, zwischen euch zwei. Nicht. Ich hätte doch nicht beim Alfons an meinem freien Tag gearbeitet, wenn ich mich mit ihm verstanden hätte. Also, bist du wahnsinnig wenn du jetzt einen Keil reintreiben möchtest, das kannst du machen, Ali, dann wär mir an den Zügel ein bisschen anders ziehen bei dir. Weißt, wir haben sehr großen Einfluss zu dem Herrn Rüffer. Wir können den gerne noch was sagen, bevor er kommt. Okay. Ja. Aber trotzdem, jetzt müssen wir mal, glaube ich, was den Leuten zeigen, was wir hier kochen. Weil genau, ich ja jetzt schauen wir mal, Johann, wie weit bist du? Ich habe hier also die Frankfurter Kräuter habe ich erstmal gemixt, kurz blanchiert, bis auf den Sauerampf und habe dann hier eine Mayonnaise gemacht mit Chili, natürlich mit Eigelb und mit Öl, ein bisschen Zitronensaft und Senf. Habe jetzt die Kräuter da reingegeben, muss natürlich jetzt noch frische Kräuter reinhacken. Ich habe daneben das Thunfisch da, also richtig schönen Thunfisch, mariniert mit Olivenöl. Ein bisschen Chili, Knoblauch, ein bisschen Sojasauce, Koriander. Also richtig schön marinieren, ziehen lassen. Dann habe ich hier die Frankfurter grüne Soße und ich habe Eier gekocht, weil ich mache ein gebackenes Ei dazu.
Und das ist wichtig, das kann man jetzt mal zeigen. Ein Tipp vielleicht auch für die Zuschauer zu Hause, wenn man Eier kocht, damit sie nicht platzen, legt man die Eier kurz vorher so eine Viertelstunde in warmes Wasser. Dann springen die nicht auf. Und jetzt müssen diese Eier, die ich dann so circa 5 bis 6 Minuten koche, die sehr sensibel sind, ja, also da muss man gucken, die muss man jetzt vorsichtig schälen. Und dann werden diese Eier baniert in Mehl, dann kommt verquirltes Ei und außen kommt so eine Mischung aus Semmelbrösel mit gehackten Haselnüssen. Und dann wird dieses Ei kurz ausgebacken. Wie lange lässt du das noch? Bitte? Wie lange lässt du die noch backen? Ganz kurz nur. Das geht ja schnell. Die Brösel sind sofort kross außen. Nur, und man merkt es schon vom Gefühl her, das Ei ist komplett weich. Das ist richtig soft. Gell? Das ist so eine schöne Kombination. Früher war bei der Frankfurter grünen Soße immer das gehackte feste Ei. Ja. Und ich mache jetzt das flüssige Ei dazu. Okay. Es ist auch hier zeitlich für mich kein Problem. Aber ich hoffe, dass es reicht. Ich hoffe auch, dass Frankfurter grüne Soße vom Inhalt her ihm gegenüber den Respekt entgegenbringt, wo er sagt, Mensch, das finde ich gut, was der da gemacht hat. Aber letztendlich, ich glaube, wir machen das ja hier nicht nur, um uns zu profilieren, sondern auch am Ende, um wirklich in dieser Zeit den sozialen Dingen ein bisschen Beistand zu leisten. Vielleicht ein bisschen was, liebe Zuschauer, zu Soßen. Es gab ja im Römischen Reich einen absoluten Feinschmecker, der hat geheißen Marcus Gavius Apicius. Mhm. Der hat im 1. Jahrhundert nach Christi gelebt. Das ist eigentlich das erste Kochbuch, das im 3., 4. Jahrhundert vollendet worden ist. Und der hat 10 Millionen Sesterzen gehabt. Und also alle, die verprasst hat, hat nur noch 1 Million gehabt. Und er sagt, jetzt bringe ich mich um, weil da macht das Leben keinen Spaß mehr. Also der, das war ein totaler Spinner. Die haben alles gegessen, was es so gegeben hat. Und der hat zum Beispiel auch zum ersten Mal über Soßen geschrieben. Und die Soße ist halt einfach etwas, wir in der deutschen Küche lieben die Soße ja über alles. Der Amerikaner tut sich leicht, der Kinder nur ein Ketchup, Mayonnaise und vielleicht eine Barbecue-Soße. Aber wie gesagt, das Juwel in einer Küche ist, wenn sie einen Schweinsbraten haben, wenn sie einen Rinderschmorbraten haben, wenn sie eine Roulade machen, da geht man in erster Linie auf die Soße und sagt, wow, wenn bei dem die Soße schon so gut schmeckt, was muss der sonst noch alles drauf haben? Gell, Conny? Ja, absolut. Wie weit bist du? Du, mein Lamm hatte gerade, als ich vorbeilief, so 46 Grad. Also das läuft. Ich habe meine ganzen Gemüse fürs kleine Erbsenkasserol habe ich blanchiert. Mein Lack reduziert hier noch ein bisschen. Und jetzt kann ich langsam meine kleine Zitronensabayone vorbereiten. Heißt, sagst du mal, Conny, bitte, was ist wichtig bei so einer Sabayone? Ganz wichtig ist natürlich am Ende, also als allererstes der Geschmack. Die muss eine feine Säure haben, nicht zu sauer. Also diese Säure-Süße, dieses Säure-Süße-Spiel ist eine sehr, sehr wichtige Sache bei Soßen. Das ist auch das, was ich bei Heinz Winkler geliebt habe. Wirklich eine Palette kleiner Töpfchen mit reduziertem Alkohol. Weißwein, Neulipra, Madeira, weißer Portwein, roter Portwein, Rotwein. Also unfassbar. Und man kann wirklich mit tröpfchenweise Einsatz von so reduziertem Alkohol, Süße und Säure ausbalancieren. Wenn du jetzt den Unterschied nehmen, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich habe noch nie eine Sabayone gemacht. Und die Hollandes bringe ich nicht hin, die Bernes bringe ich sowieso nicht hin. Wo ist denn die Parallele zwischen Sabayon und einer Hollandes? Also eine Sabayone wird natürlich ohne viel Butter aufgeschlagen, komplett ohne. Ja, die kennt man ja eigentlich auch eher als Dessert. Deswegen ist das auch bei mir der Unterschied. Deswegen habe ich auch gesagt, leichte Soße, eine Hollandaise ist natürlich schon echt ein Brummer. Ne? Da ist Eigelb drin und viel geklärte Butter. Wobei der Werdegang am Anfang fast der gleiche ist. Genau, also es geht immer darum, dass man eben tatsächlich das, was die Sabayone ausmachen soll. In diesem Fall habe ich jetzt natürlich Zitronensaft und auch ein bisschen reduzierten Weißwein genommen. Und das wird mit Eigelb schaumig aufgeschlagen. Und um so ein bisschen Träger reinzubringen, gebe ich auch ein bisschen, ich habe so ein bisschen Nussbutter mir gemacht. Also heißt die Molke so ein bisschen karamellisieren lassen. Ach so, hier kann man sie sogar sehen. Und habe sie dann, als sie goldgelb war, einmal durch ein feines Sieb gegossen. Okay. Also so viel zu meiner Sabayone. Vielleicht kann man kurz hier zeigen, das Panieren von Eiern, das ist auch vielleicht für viele ungewohnt. Eier isst man ja mal also immer nur irgendwie gekocht oder so. Ich habe jetzt hier das Eiweiß genommen, von der Mayonnaise den Rest und tue jetzt hier kurz rein. Und dann habe ich hier so, wie gesagt, gemischte Semmelbrösel mit den Haselnüssen. Und die tue ich jetzt außen drum da. So, und dann tun wir das schön hier nachher im Fett ausbacken. Sehr schön. Ali, ich sehe gerade dein rechter Oberarm beginnt anzuschwellen.
Richtig, Alfons. Ich habe jetzt angefangen mit der Hollandaise. Da habe ich Eier getrennt, Eigelb. Da habe ich einen Teil von der Reduktion genommen. Und jetzt tue ich auf dem Wasserbad schon schön schlagen. Das Wasser muss unten kochen, das ist wichtig. Und wichtig ist jetzt immer schön am Ball bleiben und immer schlagen. Schlagen, wenn du merkst, die zieht langsam an, das wird etwas fester. Dann ruhig wieder rausgehen mit dem Einsatz und wieder zurück. Immer wieder hin und her. Und erst wenn Eigelb mit der Reduktion eine schöne Emulsion hat, dann kommt es. Kommt die Wenn man jetzt einmal schaut, ist doch wunderschön, seine schlagende Sendung. Du schlägst, die Conny schlägt. Und wenn ich jetzt einmal eine Frage an alle drei richte. Es gibt ja Leute, die Hollandaise mit dem elektrischen Schneebesen aufschlagen. Gibt es da einen Unterschied, dass man sagt, die wird nicht so schön, Johann? Oder was magst du? Na, ich sag mal, ich finde durch dieses unrhythmische Schlagen, das ist, glaube ich, das Geheimnis, kommt sehr viel mehr Sauerstoff. Durch die gleichmäßigen Bewegungen schlägst du das manchmal zu fein. Aber so durch das Rhythmische, man sagt auch eine 8, kriegst du mehr Volumen drunter. Ich find's besser. Conny, die nur an jeder deiner Gedanken ist leicht italienisch angehaucht. Gibt es einen Trick für uns Laien, wie du charmant an dieser Sabayone schlägst? Du, es ist tatsächlich so, das Wichtigste ist, dass Luft reingeschlagen wird. Ich sehe das auch immer wieder in Kochkursen, dass immer eher gerührt wird, als dass geschlagen wird. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um diese Leichtigkeit reinzubringen. Und was ich auch immer gerne mache, wenn ich merke, dass mir die vielleicht so ein bisschen zu dicklich wird, dann mache ich ein ganz klein bisschen Mineralwasser rein. Das macht das Ganze wieder ein bisschen leichter. Mhm. Jetzt piept mein Lamm. Was dein Lamm macht? Mein Lamm ist da, ja. Fertig. Ali, sag mir nicht, dass deine Barbecue-Hollandaise geronnen ist. Natürlich nicht, die ist super geworden. Schau mal. Ja? Zeig mal, heb mal ein bisschen hoch. Schau mal, ich zeig mal mit dem Löffel. Hier kannst du hergehen, wenn du so einmal runter gehst. Die ist wirklich super. Zeig mal. Und jetzt gebe ich die Butter dazu. Es ist wie wenn du nur bei einer Mayonnaise, da gibst du auch Öl. Tropfenweise rein, am Anfang ein bisschen vorsichtiger, langsam. Und oft werde ich zum Beispiel gefragt, ja, wie viel Butter, wenn ich nach Gefühl koche, sage ich, ja, aber wenn du einen Löffel hast und probierst, wenn du dann die Butter rausschmeckst und die Aromen im Weißwein, das Eigelb, dann ist es perfekt. Wenn es in sich alles schön stimmig ist, ist es die perfekte Hollandaise. Es ist ja so, je mehr Butter du reingibst, umso schwerer wird sie, genau. Umso klebriger wird sie dann auch. Ich darf sagen, ich habe meine Soße in der Zwischenzeit fertig gemacht. Wie gesagt, nochmal. Ich habe griechischen Joghurt genommen. Hast du überhaupt was gekocht, Alfons? Jetzt zum Schluss. Ich habe griechischen Joghurt genommen, ein bisschen Milch reingegeben, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch. Dann die Kräuter. Ich habe das mal genommen, Petersilie und ein bisschen Kerber. Alfons, hast du überhaupt was gekocht? Ich meine, du redest doch die ganze Zeit nur. Ja, aber ich koche ja nebenbei. Ah, du kochst nebenbei. Okay, Entschuldigung. Und ich habe mir so Gerichte ausgewählt, dass ich ganz interessiert euch zuhören kann, um diese fachliche Kompetenz aufzusaugen. Du blöd Mann. Ja, alles klar. Gut, gut, gut. Reden und arbeiten gleichzeitig. Ja, das habe ich von dir gelernt, Ali. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Zitronenabrieb, nein, Limettenabrieb. Und schon hat man eine wunderschöne Soße, die man nicht nur hier mit den Gurken oder mit den Karotten oder Paprika eintippen kann, sondern das man auch für Lamm, für gegrilltes Hähnchen oder wenn einem Ali seine Hollandaise nicht gelingen sollte, auch da könnte man es hernehmen. Gell? So, jetzt haben wir, jetzt haben wir noch fast 4 Minuten. 3,5 Minuten haben wir noch, meine Herrschaften. Johann, was gibt es bei dir für einen Schwierigkeitsgrad? Was könnte jetzt sein, dass es schief geht, weil das Ei zu lang gekocht ist oder zu wenig lang? Nee, mein Ei ist hier fertig. Guck mal, das kannst du hier sehen. Das liegt Wie lange hast du das gekocht? Das habe ich nur kurz, also das habe ich 5 Minuten ungefähr gekocht. Ich habe jetzt hier aus den Kräutern so eine Reduktion gekocht. Jetzt mache ich mit so einem Metallring mein Tartar hier rein. Ja. Das schön hier reinpressen, feststampfen. Das hat jetzt gut durchgezogen. So, nicht zu hoch, nicht zu viel. Das Verhältnis muss auch stimmen manchmal. Conny, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen in den letzten Schritten, aber ich glaube, ich schaffe das in 3 Minuten. Und der Ali? Bei mir sieht es auch gut aus. Jetzt werde ich die Zwiebel habe ich kurz in den Ofen reingeschoben, lieber Alfons. Kann man die mal sehen, diese aufgeblühte Rose? Genau, so. Die kommt ja erst, oder? Die kommt jetzt. Also ich weiß es nicht. Also du hast es gekocht und dann eingeschnitten und eingeschnitten reingeworfen. Und dann kurz in den Ofen, damit das restliche Wasser weggeht sozusagen. Mhm. Aber du hast es schon eingeschnitten gekocht. Genau.
Gut. Genau. Und jetzt tue ich das ganz normal panieren. Aber, und das geht jetzt in einer Minute. Rauspacken, in Fett dann. Im Fett rauspacken, ja, ja, genau. Also panierst du es jetzt wie ein Schnitzel. Genau. Sehr gut. Aber ich nehme Panko her. Okay. Weil der leichter ist, fluffiger ist. Panko sind gröbere Bröseln. Eigentlich Paniermehl aus Thailand, genau. Genau. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten in wenigen Sekunden. Und dann würde ich euch bitten, anzurichten. Alfons, wie fühlt man sich da drüben? Ja, ein bisschen einsam, weil ich nicht bei euch sein kann. Ich würde gerne hingehen und ein bisschen zuschauen, weil es ja hochinteressant ist, wie ihr das erklärt und wie ihr das macht. Das ist wirklich eine Lehrstunde für alle Hobbyköche. Und ich finde, so schwierig die Situation jetzt ist, aber man lernt wirklich was dabei. Und wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen hört, dann diese Tricks, diese Kniffe, ich finde das super. Das kann man normalerweise in der Küchenklasse gar nicht so sagen, weil manchmal die Köche auch ein bisschen verletzt sind, wenn man sagt, ja, ich würde es ja so machen, würde es so machen. Aber jetzt kommt noch mal richtig Spannung auf, meine Damen und Herren, jetzt geben wir Gas. So, weil ich finde, weißt du, das ist auch das Schöne bei der Sache jetzt hier. Die Leute können echt mal von uns auch mal sehen, dass wir auch nur Menschen sind und dass man auch Probleme haben, wenn es hier um die Zeit geht, um die Umsetzung geht. Jeder hat die Tagesform. Ich hoffe, dass ich heute wieder einen Punkt bekomme. Ah ja, das glaube ich schon. Aber man muss auch mal sagen, dass die 35 Minuten schon eine harte Zeit ist, das so hinzubringen, wie ihr euch das vorstellt. Ja? Also, Alfons, was bitte hast du gerade gesagt, dass du glaubst, dass ich heute einen Punkt bekomme? Dass du einen Punkt kriegst, das nehme ich sicher an. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass du nur einen Punkt kriegst. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Denn man sagt dem Herrn Rüffer nach, dass er einen guten Geschmack hat. So, jetzt zeigen wir mal ganz kurz das Ei aufschneiden. Ja, das ist ein spannender Moment. Hier. Noch 30 Sekunden, meine Herrschaften. Und dann packen wir es. Richtig mal. So, seht ihr hier? Heute muss mein Ei ist aufgeschnitten. Das heißt, genau auf den Punkt. Natürlich kommt jetzt oben drauf noch ein bisschen Salz. So, dann habe ich noch eine leichte Reduktion. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das war's. So. Da ich Soßen liebe, freue ich mich natürlich auf alle drei Soßen, auf die Frankfurter grüne Soße, auf die Zitronensabayon und natürlich auch auf die Barbecue-Hollandaise. Ich wüsste jetzt nicht, welches für mich ich da herauspicken könnte als beste. Hier, also ich habe Frankfurter grüne Soße, zweierlei davon, mit gebackenem Landei in Brösel und ein Thunfisch-Tartar. Ich bin mal sehr gespannt. Ali, kannst du schicken? So, ich habe eine gebackene Zwiebel mit einem Peperonata-Gemüse und unten drunter ist eine Barbecue-Hollandaise. Also für das, dass ich das Gericht das erste Mal wirklich so komplett gekocht habe, bin ich schon positiv überrascht. Und das sieht gar nicht so schlecht aus und schmecken wird bestimmt auch nicht schlecht. So, da ist sie. Die kleinen lackierten Lammkoteletts mit einer Zitronensabayone und einer Erbsenkasserole mit ein bisschen frischer Minze. Super. Vielen Dank, Conny. Sehr Dankeschön. Gerne. Und jetzt holen wir ihn rein. Unseren Zwei-Sterne-Koch aus Hamburg. Wir freuen uns auf Christoph Rüffer. Bravo. Hallo, hallo wieder. Tag zusammen. Dankeschön, Dankeschön. So, ja, auf den heutigen Tag habe ich mich besonders gefreut, ne? Ja. Also Soßen, das ist ein Traummotto für mich. Das könnten wir öfters mal machen in der Küchenschlacht, Soßen, ja? So, was haben wir hier? Frankfurter grüne Soße mit gebackenem Ei und Thunfisch-Tatar. Das sieht sehr schön aus. Das sieht sehr, sehr schön aus. Sogar mehrere Soßen, würde ich hier sagen. Ja. Also erstmal mal hier. Schön Kräutersoße. Schön frisch. Schön frisch. Erfrischend.
Auch so ein bisschen Säure hat sie. Kommt vielleicht durch Sauampfer. Haben hier noch so eine grünliche. Oh, die ist recht würzig. Auch gut. Und dann hier noch so eine ganz dunkle. Bisschen Soja, Sojasauce. Aber jetzt mal hier so ein bisschen als Soßenspiegel. Mache ich das mal hier so ein bisschen zusammen an einer Stelle. Kann man zusammen probieren. Ja. Könnte man jetzt hier aufessen. Ne? Also da, es gibt Schlimmeres als das jetzt hier also zu verkosten. Das ist ein Träumchen. Ne? Thunfisch-Tatar. Schön mild, frisch, bisschen klein geschnittene Schalotte, Schärfe durch Peperoni oder Chili und vor allen Dingen auch sehr schön hier würfelig geschnitten. Gleichmäßige, schöne Würfel hier überall, sehr schön. Und dann haben wir noch ein gebackenes Ei. Und guck mal hier, das ist exzellent. Das ist in der Mitte noch ganz leicht, ja, so habe ich mir das vorgestellt, ganz leicht wachsweich cremig hier. Das ist super. Eiweiß komplett gestockt. Das ist auch gut. Und schön knusprig außen. Wunderbar. Sehr schön. Toll. Und hier so ein kleines Gäbelchen nochmal fertig machen. Soll ja nichts umkommen. Oh, auch in der Komposition. Toll. Gut gemacht, toll gemacht, lecker. Christoph, wunderbar. Bei dir merkt man, dass du richtig mit Appetit und Leidenschaft isst. Oh ja. Also wer das gemacht hat, darf morgen gerne wiederkommen hier. Also da ist also morgen auf ein neues. Dann lackierte Lammkoteletts mit Erbsen, Minzkasserole und Zitronensabayon. Da stürze ich mich doch mal als erstes hier auf diese schöne Zitronensabayon. Oh, die sieht gut aus. Fein, porig, schaumig. Kein bisschen geronnen. Sondern schön gebunden. Schöne Textur. Oh ja, hat sehr gute Zitrone. Viel Säure, aber schön. Schön, schmeckt gut. Dann haben wir die Lammkoteletts. Guck mal hier, das sind eher ist das so ein bisschen als Karree am Stück gebraten. Und dann hat man das hinterher noch mal ganz hier durchschnitten und ganz pfiffig aufgeklappt. Schön, sehr schön. Toll gegart. Sehr gut gegart. Außen schöne Röstaromen dran. Gut abgeschmeckt. Lackiert heißt das, dass es so ein bisschen mit Kräutern hier benetzt wurde. Okay. Schmeckt gut. Erbsen-Minzkasserole. Haben wir hier noch Tomatenstreifen, Frühlingslauch, Zuckerschoten. Schmeckt auch sehr fein. Minze kommt durch. Erbsen schön knackig. Sehr schön. Bisschen viel Säure, aber insgesamt sehr schlüssig, sehr gut, wunderbar, toll. Tolles Gericht, vielen Dank. Gebackene Zwiebel mit Peperonata-Gemüse und Barbecue-Hollandaise. Die Barbecue-Hollandaise. Die hat man jetzt hier so am Rande. Aber erst so unten drunter gemacht und den Rest dann oben drauf als Topping. Ja. Im ersten Moment sehr süß, tatsächlich. Dann kommt so ein bisschen Gewürze und auch eine ganz, ganz leichte Schärfe. Hätte vielleicht einen Ticken schärfer sein können. Aber Ausführungen, ich finde das super interessant. Habe ich noch nie gegessen. Wäre ich im Leben auch nicht drauf gekommen. Also sehr kreativ. Mal gleich probieren, wie das mit allen zusammen ist. Jetzt haben wir hier noch das Peperonata-Gemüse. Boah. Richtig gut. Das schmeckt super. Gebackene Zwiebel. Auch stark. Boah,
auch richtig stark. Die Süße der Zwiebel, die sie automatisch hat, immer. Ne? Dann mit so Art Chili-Flocken oder was immer das ist, oben noch drüber zu streuen. Und das hier so ganz leicht zu panieren. Und dann so einzuschneiden. Ganz fein gearbeitet, künstlerisch genial. Mhm. Alles drei zusammen. Macht Sinn. Jetzt kommt nämlich die Süße der Barbecue Hollandaise mit dieser Würzigkeit hier vom Peperonata echt sehr gut zum Tragen. Sehr schönes Gericht, sehr, sehr schön. Schön, wunderbar. Gut. Dann streite ich mal zu meiner Tafel. Ja. Was mache ich bloß, was mache ich bloß? Aber erstmal alles drei hier grandios. Also. Thema ist heute Soße. Wenn es das Thema wäre, vegetarisches bestes Rezept, ja, wäre das hier die Nummer 1 heute des Tages. Aber weil es um Soßen geht, hat ein bisschen viel Süße. Es geht um Soßen. Deshalb würde ich mal heute hier auf jeden Fall schon mal 2 Punkte geben. Das ist 2 Punkte sehr gut. Ali. Hier habe ich ein bisschen sogar mehr Soße auf dem Teller, mehr, noch mehr Soßenvergnügen. Auch wenn es eine kalte Soße ist, aber ich habe hier quasi 3. Und wenn ich dieses Ganze, das Ganze zusammenrühre und als Komposition nehme, ist das der Hammer. Und deshalb würde ich heute die 3 an die Frankfurter grüne Soße geben. Und es tut mir leid. Und die eine, weil sie ein bisschen sehr viel Säure hat, den einen Punkt an die Zitronensauvignon geben. Sehr gut. Also, vielen Dank, Christoph. Dann haben wir 3 Punkte für Johann, 2 für den Ali und 1 Punkt für die Cornelia. Vielen Dank. Und morgen, liebe Zuschauer, gibt's Hauptgang und Dessert. Und dann heißt richtig Küchenschlacht. Schauen wir doch mal. Ich freue mich auf Sie. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Servus, Pfiat euch. Bis morgen. Wiederschauen.